Also, wir fangen nochmal an mit der Aufgabe. Es ist Folgendes gegeben: Ein Pavillon, Zeltgestänge sind das nur hier, ganz blank, steht erstmal da. Wir haben noch keine Plane drauf und es ist gesucht, diese diagonale Seite X. Das heißt also die äußeren Zeltstangen, die längsten wahrscheinlich. Die Maße sind klar: 4 Meter, 4 Meter, 2 Meter, 3 Meter insgesamt Höhe. Und wir brauchen dann aber auch später noch diese Seite, also diese Höhe des Dreiecks, das hier sich bildet. Vier Dreiecke gegeneinander geklappt, so kann man sich es vorstellen, um dann später noch die Oberfläche, also wie viel Zeltplan wir errechnen wollen, rauszukriegen. Jetzt hören wir mal einen anderen Lösungsansatz. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, also ich habe das jetzt so gemacht. Ich habe mir erstmal das Stück hier als Arbeitsskizze skizziert. So. Dann hatten wir ja gegeben, der Grund, also es ist 4 Meter breit und da es ja hier die Hälfte ist, sind es dann 2 Meter. Insgesamt ist er 3 Meter hoch. Bis hier haben wir 2 Meter, also müsste ja hier 1 Meter übrig bleiben. Dann haben wir eine Höhe von 1 Meter. Hier ist ein rechter Winkel. Also wir haben jetzt hier das Y eingezeichnet. Und ja. Ja. Also, dann ich nehme mal schwarz. Dann kann man jetzt rechnen, Y Quadrat ist gleich 2 Meter zum Quadrat plus Mal in Klammern zum Quadrat. 1 Meter zum Quadrat. In Klammern zum Quadrat In sagen. Klammern zum Quadrat, ja. Das wären dann 5 Meter zum Quadrat. Und um Y zu bekommen, müssen wir dann halt noch die Wurzel ziehen. Und dann hätten wir Y ist gleich 2,236 Meter. Hier habe ich jetzt für dieses Dreieck nochmal eine Arbeitsskizze angefertigt. Wir haben jetzt 2 Meter, weil es halt die Hälfte von 4 Meter ist. Dann haben wir hier Y, X und den rechten Winkel und dann konnte man halt genauso verfahren mit dem Pythagoras-Gesetz und dann sind wir auf 3 Meter gekommen. So, und jetzt wollen wir eigentlich nicht das echte AO, denn das wäre die Oberfläche, heißt von dem gesamten Korpus, denn wir wollen ja bloß letzten Endes das ganze Ding mit Zeltplane bedecken und die geht nicht unten drunter. Das ist alles Zeltplane hier. Das alles ist Zeltplane. Und um die geht's und nicht um die Grundfläche. Das heißt, wir müssen hier schreiben AO minus AG wie Grundfläche. Das wollen wir haben. Rechnet mal. Klar, damit wir nicht so viel schreiben müssen, sagen wir nicht AO minus AG, sondern wir sagen, das wissen wir schon, das soll sein AZ wie A-Zeltplane. Also AZ, ne? AZ wollen wir haben. Also ich habe jetzt erstmal oder den Mantel von der Pyramide genommen. Und das steht im Tafelwerk 2a mal SH und HS hatten wir vorhin gehabt. Das ist dann hier im Prinzip Y gewesen. Und demzufolge ist es ja dann 2 mal 4. Weil ja hier 4, also 4 Meter sind. Und dann halt die 2,236 Meter. Und da kam dann halt eine ungerade Zahl halt noch raus, also 17,88 ja, Quadratmeter. Dann habe ich, Moment, was ist das? Das ist dann? das ist von der Pyramide jetzt hier, der Mantel. Ja, da steht aber bloß ist gleich 17,888 Quadratmeter. Schreib mal dazu, was es ist. Ja. Aber noch ein P dazu, MD.
Okay, gut, da haben wir das. Ja, weiter. okay. dann habe ich zunächst den Mantel halt nur von dem Quader genommen. Und da stand im Tafelwerk dann, ist gleich 2 mal in Klammern AC plus B mal C. Und ja, dann setzt man halt die Werte ein. Ist gleich 4 Meter mal 2 Meter. Ja, das kann man jetzt auch in Doppelklammern setzen. Also plus 4 Meter nochmal plus 2 Meter. Und es ist ja halt, weil ja eigentlich ist das ja A, B und dann halt C. Und da die beiden ja gleich sind, kann ich ja deswegen halt, also deswegen sieht das gleich aus. Ja, dann rechnet man das halt so zusammen. Muss ich das jetzt auch machen, oder? Na, wie viel ist es denn? Das kann man auch. Ja, also dann sind halt zum Schluss dann 32 Quadratmeter. Und dann wird das halt alles nochmal zusammengerechnet. Was ist denn 32 Quadratmeter? Entschuldigung. Und dann rechnet man das halt alles zusammen und dann, ja, AZ, ja. Sind gleich, also ich habe da, weil ihr, ja. Für das Ganze. So, war die eine Variante. Die andere Variante ging noch so, dass man sich gesagt hat, naja, AZ besteht letzten Endes aus folgendem. Und zwar 4 mal eine Dreiecksfläche und 4 mal eine Rechtecksfläche. 4 mal die Dreiecksfläche lässt sich sagen 4 mal. Und jetzt brauchen wir bloß Grundseite mal Höhe durch 2. Grundseite ist 4 Meter mal. Und jetzt kommt mein Y, jetzt kommen diese 2,2 3,6 Meter, das alles durch 2 und 4 mal, und jetzt kommt die Rechtecksfläche, 4 Meter mal 2 Meter. Und man sieht, wenn man die Formel selber entwickelt, kommt man letztendlich auf das Gleiche. Hier kann ich schon mal kürzen und so weiter und so fort. 4 mal 4 ist 16, mal 2 sind die 32 Quadratmeter. Man ahnt das schon, hier gekürzt ergibt sich 2. 2 mal 4 ist 8 mal 2 ist 16, und also das werden die 17,888 Quadratmeter sein und dementsprechend funktioniert das auch so, dass man sich eine Formel selber zusammenbasteln kann. Und dann kommt man also praktisch mit der selbst zusammengebastelten Formel auf das gleiche Ergebnis. Insofern einwandfrei kann man mit Tafelwerk so machen, weil wenn man einmal erkannt hat, worum es geht, dann ist die Sache ganz leicht. Prima. So, und jetzt, wenn wir das eine schon mal haben, das war eigentlich das Schwierigste, jetzt kommt mal was ganz Leichtes. Und zwar möchten wir jetzt noch in Aubergine, möchten wir noch das Volumen der ganzen Pyramide haben. Also, wie viel Luft ist da drin? Na denn. Als erstes habe ich das Volumen von der Spitze des Pavillons ausgerechnet. Und das ist eine Pyramide und die Volumenformel für eine Pyramide ist 1/3 AG. AG ist ja die Grundfläche und die ergibt sich ja aus 4 mal 4, also 16. Mal H und H ist 1 Meter. Und also das ist ja für dies. Sagen für die Dachspitze. Und also Quadratmeter mal Meter ergibt schon mal Kubikmeter. Und also ich habe jetzt meinen Taschenrechner nicht. Das ist 5,3 Periode. Und dann braucht man noch das Volumen für den Grund des Pavillons. Und der ergibt sich aus A mal B mal C. Und A ist
4 Meter und B auch 4 Meter. Und 2 Meter hier die Höhe. Und das ist 32. Meter mal Meter mal Meter ist Kubikmeter. Ja, und dann muss man nur noch dieses Ergebnis plus das Ergebnis au gesamt, also das einfach nur dazu rechnen. Und das ist dann ja 30. Ganz genau, so macht man das. War eigentlich leicht, ne? Nochmal ein Hinweis. Hey. Hinweis. Ja, ja, eben. Ja, ja. Grundsätzlich. So rangehen, dass man nicht so anfängt, sondern auch nicht so, sondern so anfängt, dass man sagt, ich nehme wie bei den München eine grundsätzliche Formel, indem ich sage, V des Pavillons, meinetwegen, des Pavillons, ergibt sich aus V Pyramide plus V Quader. Fangt so an. Das ist die grundsätzliche Überlegung. Wenn man die hingeschrieben hat, kann man alle möglichen Formeln dann aufschreiben und kann das dann zusammenrechnen. So anfangen, das ist ganz wichtig. Okay, schön. Also die Aufgabe machen wir mal so. Es ist mit einem Werttransporter von einer Bank Gold abzuholen. Und zwar sind das 400 Kilogramm. Das ist natürlich ein ganz schöner Wert, aber gesucht ist letzten Endes, wie viel Raum muss der Transporter bieten, damit dieses viele Gold transportiert werden kann. Ich habe es extra so dämlich gefragt. Genau. Wir schreiben uns also aus dem Text heraus, Masse gleich 400 Kilogramm. Wir schreiben uns aus der Formelsammlung, Tafelwerk etc., schreiben wir etwas anderes heraus, und zwar, eben kam schon der Hinweis, Rho AU. Und das ergibt so und so viele Kilogramm pro Kubikdezimeter. Schaut mal bitte nach. Das sind dann 19,3 Gramm pro Kubikzentimeter bzw. Kilogramm pro Kubikdezimeter. Wenn ich Gramm mal 1000 nehme, habe ich Kilogramm, und Kubikzentimeter mal 1000 habe ich Kubikdezimeter. Gut, ja, der Rest ist leicht. Die Frage war ja, wie viel Raum muss der Transporter bieten, um so viel Gold abzuholen? Natürlich sind das viel Gold, aber wir werden überrascht sein. Na dann los. Also das war in diesem Fall leicht, ne? Rho ist M durch V umgestellt. Na. Und demzufolge haben wir 20,725 Liter. Mehr ist das gar nicht. Also hört sich viel an, ist auch wirklich schwer, aber ist nicht so gefährlich. Nochmal an James Bond zu erinnern, wenn man sich da Kisten zuwirft, die ungefähr so aussehen, dass sie, sagen wir mal, und wenn es nur 10 cm wären und hier 20 cm, die schmeißen sich die Männer so locker zu. Was entspricht denn das? Und dann lasse 10 cm hoch sein. Gucken wir mal. 2 mal 1 mal 1, das sind 2 Liter. 2 Kubikdezimeter, ne? Das. So, das heißt schon, bei 19, und dann habe ich schon 2 mal rund 20, also 40 Kilogramm. Ja. Das wäre aber ein kleines Kistchen. 20 cm mal 10 cm. Bei James Bond wirft man sich größere Kisten zu, die sind auch alle stärker. Wir haben noch eine Übungsaufgabe gemacht, und zwar, wir haben einen speziellen Quader, der hat überall die Kantenlängen A, und dort ist praktisch ein Kegel herausgebohrt worden. Der piekt hier, das habe ich hier nicht ganz gut dargestellt, hier in der Mitte auf, also ganz symmetrisch sticht er da rein, und wir möchten gerne, das ist also gegeben, der Kegel ist genau so, dass er hier wirklich auch die Seiten berührt, und gesucht ist eine allgemeine Formel, die V-Netto, also was übrig bleibt, nach der Bohrung berechnet. So, und jetzt hören wir wieder eine Professorin, ich bin mal gespannt. Also, für diese Figur habe ich folgende Herangehensweise gewählt. Und zwar ist das ein... Also,
der Flächeninhalt von Gelb entspricht 4-mal, ich nehme mal eine Farbe, 4-mal diese Fläche muss von einem gesamten Quadrat abgezogen werden. Das Quadrat besitzt ja die Formel a Quadrat, weil die Flächen sind ja gleich, die Seiten sind ja gleich lang. Und das davon muss man halt diese Fläche, die ich hier markiert habe, abziehen. Und wenn man guckt, sind das hier so zwei Halbkreise. Hier ein Halbkreis und noch ein Halbkreis. Die Fläche, die dann übrig bleibt, sind schon mal zweimal diese Figuren. Und zwar diese obere und die untere. Und diese ganze Sache mal zwei von diesem Quadrat abgezogen, wäre dann diese gelbe Fläche. Jetzt noch einmal ausführlicher. Also um erstmal auf diese beiden rot gekennzeichneten Flächen zu kommen, als kleine Nebenrechnung, nehme ich a Quadrat minus Pi Viertel a Quadrat. Pi Viertel a Quadrat ist ja die Formel für einen ganzen Kreis. Den müsste ich von diesem Rechteck, von diesem Quadrat, Entschuldigung, abziehen, um auf die beiden roten Flächen zu kommen. A ist in diesem Falle der Durchmesser oder die Seitenlänge von unserem Quadrat. Und ja, da bleibt bei dieser Formel, handelt es sich um diese beiden roten Flächen, die wir nun hier oben einsetzen müssen und mal 2. Warum? Weil wir diese Flächen hier auch nochmal haben und ja, die wir dann von unserem Quadrat, von unserem Ausgangsquadrat abziehen, also 2 mal a Quadrat minus Pi Viertel a Quadrat. So.